Jetzt kommt eine kleine Info und zwar mein Fahrradladen unten. Da habe ich 200 Fahrräder drin ungefähr und habe im letzten Jahr vielleicht 5 verkauft. Und das waren nur die billigsten. Also wirklich echt irgendwie welche Schrotträder. 50 Euro, 80 Euro, irgendwie so Kack. Ich glaube, wenn ein Hütte dabei war, dann okay, aber wart, ja. Ansonsten nur Müll, nur Schrott. Und ich habe jetzt beschlossen, weil es ja unheimlich viel Platz wegnimmt, jetzt nicht traurig sein, ich werde alle Räder verkaufen, die ich im Laden habe, bis auf vielleicht 30 Fahrräder, die wirklich schön sind, wirklich alt sind, mit Geschichte. Die kommen mehr oder weniger als Deko an die Wand und dann werde ich meinen Verkaufsradbestand auf ungefähr 10 Stück einschränken. So die Theorie. In der Praxis habe ich das schon oft vorgehabt und es kam immer anders, als man denkt. Kommt wieder ein Posten dazu und so. Aber jetzt tatsächlich, ich sage es an, offiziell, und ich werde das machen. Ich werde die Dinger jetzt alle reinstellen ins Netz und verkloppen. Und es ist mir scheißegal. Ich habe für teilweise richtig viel Geld und Zeit investiert in die Räder, um die aufzubauen, um die schön zu machen. Aber teilweise stehen die jetzt auch schon 6 Jahre oder 7 Jahre rum. Und was soll ich dann machen? Die werden ja nicht schöner unten im Keller. Und teilweise sind sie wieder zu reparieren, weil sie, naja, nach 6, 7 Jahren in Berliner Keller ist halt auch nicht so das Beste. Ja? Ich stelle die rein, werde die verkaufen. Und wir gucken mal, wir gucken uns echt schöne Räder aus und ich werde echt das beschränken auf nur richtig geile, richtig schöne Räder, richtig kultige Räder. Zumal wir auch jetzt irgendwie im letzten Jahr keine Filmvermietung, glaube ich, mehr hatten, sondern nur noch einmal für einen Film was gemacht haben, Rollstuhl oder so haben wir umgebaut, wenn ich mich recht entsinne. Ansonsten hatten wir keinen Film mehr da, keine Filmvermietung. Das fällt ja auch irgendwie weg. Und da hatte ich ja immer noch so einen großen Bestand an Rädern, wegen den Filmemachern, weil die kamen immer zu mir und haben gesagt, ah, wir brauchen hier 60er Jahre und Original und am besten ohne irgendwelche neuen Teile dran. Und das habe ich ja gehabt. Deswegen habe ich so einen großen Fahrradbestand gehabt. Habe ich dieses Jahr nicht gehabt. Und das Jahr davor auch schon nur, glaube ich, einmal oder zweimal. Und das lohnt sich auch nicht. Also deswegen diesen ganzen Bestand an Rädern, nee, mache ich nicht. Kommt weg. Das mal nur am Rande. Wie gesagt, denkt dran, der Laufradsatz, den gibt es bei eBay, bei Fahrradsalon-Berlin. Ja, eBay. Ab heute Nachmittag oder so. Also bis dann. Wir sehen uns morgen mit dem nächsten Teil. Ich freue mich, wenn ihr guckt, wenn ihr Leuten Bescheid sagt, die das vielleicht interessieren könnte und die das Ding dann auch kaufen. Irgendwo Platz. Steht auch alles nur rum. Ja, deswegen nett von euch, dass ihr euch das immer wieder anschaut, ab und zu mal. Und wenn ihr Bock habt, abonniert ihr den Kanal. Ja, wenn ihr das noch nicht getan habt. Meine paar treuen Stammkunden, die kann ich ja alle quasi noch mit Handschlag begrüßen. Die kennt man ja alle. Ich habe noch so wenig Leute, die sich das angucken, die sich dafür interessieren. Aber wie gesagt, wenn ihr Bock habt, jeden Tag vielleicht auch ein bisschen informiert zu werden oder so, oder auch im Sommer mal diesen ganzen langweiligen Mist mitzukriegen, der so im Fahrradladen abgeht und manchmal ja nicht so langweilig ist, wie er am Anfang scheint, dann abonniert ihr halt den Kanal und gebt meinetwegen Daumen hoch oder so. Ja, ich weiß ja nicht, was das aussagt, ob man Daumen hoch oder Daumen runter kriegt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Sagen sie alle, sage ich jetzt auch. Abonniert meinen Kanal und gebt einen Daumen nach oben. Und vielleicht, wenn es sich irgendwann mal lohnt, werden wir auch ein paar Räder mal so rauskloppen oder verschenken oder mal so was Art Benefiz-Sach-Dings machen. Aber das lohnt sich natürlich noch nicht mit irgendwie 100 Personen. Das lohnt sich einfach nicht. Das ist Quatsch. Irgendwie Schrauben für einen guten Zweck habe ich zum Beispiel im Kopf. Das habe ich schon lange, das habe ich schon oft gesagt, ich weiß. Aber das habe ich alles vor. Das habe ich alles vor und das muss im nächsten Jahr jetzt klappen. 2018 ist das Jahr, wo das klappen muss. Ja. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei und holt eure ganzen Kumpels noch mit dran. Und die sind auch alle mit dabei. Und auch Tommy wird ja immer älter. Wow, ich meine, was soll ich denn nicht machen, wenn ich Opa bin? Ich muss es doch jetzt machen. Ich muss es doch jetzt machen. Jetzt mache ich erstmal Fotos von den Dingern und kloppe die ins Netz. Und das war's. Ja. Und dann sehen wir uns morgen. Also, alles klar, bis dann, ciao.